Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns den IWA W50 SHA an vom Modder Deutrans Paule. Weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Team Brigade Ost EU. Kennen wir ja nun schon aus den letzten oder vor kurzem Modvorstellungen. Das ist im Endeffekt das, ja, das gleiche in grün, nenne ich es jetzt fast mal. Außer, dass wir jetzt hier hinten einen anderen Aufbau haben und rundum leuchten. Die Modvorstellung zum ersten IWA, den ich von dem Modder vorgestellt habe, wird dann am Ende verlinkt. Da gehe ich dann auch nochmal detailliert auf alles ein. Hier machen wir es jetzt ein bisschen kürzer. Im Standard-Setup 12.500 € Anschaffung, 637 Leasing, 620 Liter Diesel. Die kmh-Anzahl, das würde ich nochmal überarbeiten, würde ich sagen. Ne? Mit 599 kmh wäre das ein bisschen zu viel. Und 6.000 Liter Volumen hinten im Tank. Wir können die Designerfarbe ändern, wie man es kennt. Und wir können die Hauptfarbe hinten vom Aufbau ändern. Designtechnisch haben wir eine Config-Möglichkeit. Standard sieht so aus. Danach gibt es noch eine Internetadresse. Keine Ahnung, wo man da rauskommt. Und danach gibt es noch dieses Conrow da. Vielleicht sind das Insider. Ich kenne das in dem Fall soweit nicht. Ihr könnt in diesen Aufbau aber auch alles mit reinhauen, was ihr im Spiel zur Verfügung habt. Das hier, den haben wir jetzt beim zuletzt vorgestellt. Wie gesagt, findet ihr auf dem Kanal. Und das ist hier das gleiche in grün. Das Einzige, was sich ändert, ist die Beschreibung hier unten. Die ist aber, denke ich mal, noch nicht richtig. Könnte man noch updaten. Ansonsten passt alles rein, was im Spiel ebenso da ist. Aber ich gehe mal eher davon aus, weil es auch so aussieht, dass es eher für Häcksle gut gedacht. So, so sieht das Ganze hier in-game aus. Wie gesagt, nimmt sich im Vergleich zum Vorgängermodell nicht viel. LBG ist hier mit da. Wir haben hier das IWA-Logo. Wir haben hier das gleiche Kennzeichen. Haben die Lichter hier. Wir haben einen anderen Aufbau. Wir haben weiterhin diese Steinschutzteile hier unten. Zugmaul. Rückwärtslicht mit am Stisselmantel. Dann innen sieht auch alles gleich aus. Ist im Endeffekt das gleiche wie das erste, halt nur mit anderen Aufbau. Gab es nicht zu meckern. Was ist jetzt hier neu? Wir haben zwei Rundumleuchten mit dabei. Sprich, lasst uns das mal kurz hier in der Nacht uns anschauen. Dabei geben wir das ja so ein. Ne? Motor an. Da nimmt sich auch vom Motorsound nichts anderes. Ne, das läuft so. Innen ist weiterhin nichts beleuchtet. Ansonsten hier das normale plus Rücklicht. Alles, was ebenso dazugehört. Blinker funktionieren. Wenn wir rückwärts fahren, haben wir das Rückwärtslicht. Und umleuchten sind LS19 Standard. Reflektieren also auch ohne Probleme. Ansonsten habe ich euch da mal wieder hier was vorbereitet. Ne, wie es dann im Endeffekt aussieht, ob das alles so reinpasst. Ein moderner Häcksler. Im Helfer-Modus und dann aktivieren wir das Ganze mal hier. So, fahren mal daneben. 89 km/h maximale Geschwindigkeit. Wie gesagt, das nimmt sich hier alles nicht viel. Im Endeffekt das gleiche in grün. So, machen wir hier 8 km/h. Ihr seht auch, mit 6000 Liter ist da auch nicht viel zu holen. Lädt er aber auch an sich ganz gut über, sollte man halt auch in der Nähe bleiben. Ja, läuft. Sitz wackelt, hat Luft, sind wir hier fertig. Können wir jetzt theoretisch dann einmal abfahren. Natürlich könnt ihr hier keine Plane zumachen, aber mit der Taste X könnt ihr auch hier vorne wieder das Auto öffnen bzw. schließen. Auch wenn es jetzt hier im jetzigen Moment leider aus irgendeinem Grund nicht klappt. Gerade eben ging es nämlich noch. Haut der Lokfehler raus? Ah ja, er haut ein Lokfehler raus, beziehungsweise der Pipe-Effekt. Aber woher das jetzt wiederum kommt, ist eine sehr gute Frage. Weil es gibt keine Dinge, also dass er einen Aero-Pipe-Effekt hat. Aber wir nutzen einfach mal die Möglichkeit, geben den ganzen Spaß hier ab, um das auch mal zu sehen, wie das aussieht. Da muss man sagen, Schniege. Wirklich Schniege. 6000 Liter sind schnell entladen. Hier haben wir die Hydraulik, alles was ebenso dazugehört. Aber das Einzige, was er jetzt in dem Fall ja nicht mehr machen will, ist die Türe öffnen. Was mich sehr wundert. Aber will er jetzt auch hier nicht. Ah, da haben wir wohl einen kleinen Fehler entdeckt. Interessant, interessant. Das müssten wir nochmal fixen. Das müssen wir nochmal fixen. Gucken wir ihn nochmal schnell, ob wir das reproduzieren können. Das wäre nämlich ganz interessant, ob der erst im Nachhinein auftritt. Oder jetzt schon. Nö, der ist allgemein. Ah ja. Mein Guter, da musst du nochmal an die Türe ran.
würde ich sagen. So, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich im Allgemeinen fürs Zuschauen, ne, ist klar. Däumchen da lassen nicht vergessen, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein, tschüss.